Wir sind wieder in unserem wunderschönen Gänsehäufel, so wie jedes Mal. Und zwischen 14 und 15:30 Uhr ist die Ampel im Gänsehäufel an solchen Tagen wie heute auf Rot. Aber es ist immer wieder so, dass die Leute wieder rausgehen und dann kann man wieder welche reinlassen. Dann wird der Konter wieder zurückgedreht. Die vergangenen Tage, die waren ja wirklich wieder sehr schön. Auch heute herrscht ein wirkliches Kaiserwetter. Verspürt man da im Gänsehäufel vermehrt einen Andrang an den Besuchern? Der Andrang ist so wie immer bei Schönwetter. Wir sind quasi ausverkauft. Wir erreichen heute sicher wieder über 10.000 Leute, aber im Gänsehäufel verlieren sich die. Im Gänsehäufel ist immer Platz, da kann man sich immer ein schattiges Platzerl suchen, weil hier so viele Bäume sind. Sie haben es gerade angesprochen, da ist immer Platz. Wie sieht es denn mit der Platzregel bzw. mit der Abstandsregel hier im Innenbereich, aber auch im Eingangsbereich aus? Ja, ich habe heute wieder beim Reingehen war ich wieder sehr zufrieden, weil wir haben draußen immer jemanden stehen, die passen auf, dass die Leute nicht zusammenrücken. Und auch unsere Bodenmarkierungen werden sehr gut beachtet von den Personen, die hier ins Bad wollen. Wie ist denn die Rückmeldung der Badegäste betreffend der Badeampel? Also die Bäderampel, auf die sind wir wirklich stolz. Wir haben im Juli 136.000 Zugriffe auf die Bäderampel gehabt. Und das ist wirklich ein guter Erfolg. Wie sieht es denn mit der Stimmung auf? Aufgrund der aktuellen Corona-Krise bleibt der Urlaub ja heuer aus. Viele suchen einen Ersatz in Freibädern beispielsweise. Wie ist die Stimmung da bei den Badegästen? Vermissen Sie den Urlaub im Ausland oder sagen Sie, ein Urlaub im Freibad ist sowieso auch sehr schön? Ja, da muss ich lachen, weil das höre ich schon seit 30 Jahren, dass alle Leute, die ins Gänsehäufel gehen, immer sehr glücklich sind und uns immer erzählen, von Mai bis September mache ich meinen Urlaub im Gänsehäufel, das ist der schönste Ort der Welt und da sind wir wirklich sehr stolz drauf. Was macht das Gänsehäufel denn so besonders? Das Gänsehäufel macht so besonders, weil es eine Insel ist inmitten der Stadt. Also es ist rundherum Wasser, es gibt hier Bäume, es gibt Sonnenbäder, Wasserspielgarten, ein Wellenbad, ein Nirosterbecken. Wir haben hier quasi alles. Wir haben sogar einen Behindertenstrand hier. Also wir sind wirklich stolz aufs Gänsehäufel. Aufgrund der Corona-Krise hat ja ein verspäteter Saisonstart stattgefunden. Wie zufrieden ist man aber jetzt mit dieser laufenden Saison? Also mit der laufenden Saison sind wir sehr zufrieden. Wir haben bis gestern schon 750.000 Badegäste erreicht. Heuer werden es 800.000 werden. Wir haben im Gänsehäufel allein 170.000 Badegäste bis jetzt begrüßen dürfen. In der Alten Donau 69.000 und Schafbergbad, Kongressbad und Labergbad, die liegen zwischen 60.000 und 70.000. Wenn ich mich jetzt beispielsweise nicht auf diese Bäderampel verlassen möchte, was habe ich dann für Möglichkeiten? Kann ich reservieren? Ja, Sie können. Also für den heutigen Tag und für die nächsten 3 Tage kann man immer Karten kaufen. Das heißt, wenn Sie heute hier im Bad sind, können Sie zwischendurch, wenn Sie sich das überlegen, für morgen, übermorgen und übermorgen eine Karte kaufen, eine Vorverkaufskarte, und damit ist der Eintritt reserviert und Sie können auch bei der Kasse reingehen, also beim Schlüsselbrett quasi, wo die Reservierungsschlange ist, und dort geht es wirklich rasch. Der Sommer, der hält ja zum Glück noch etwas an. Was wünscht man sich denn noch für die kommenden Tage bzw. kommenden Wochen? Also, dass es so weitergeht wie bisher, dass alles so friedlich abläuft und dass unsere Gäste, wir haben wirklich sehr gute Rückmeldungen, dass sie auch weiterhin so glücklich sind und zu uns ins Bad kommen. Das wünschen wir uns wirklich.